Das ist der Fredi, hat dann meine Mama gesagt. Und dann habe ich natürlich weitergefragt. Ja, wo ist denn der? Was ist denn mit dem passiert? Damals hat meine Mutter mir gesagt, er ist gestorben und er hat eine Lungenentzündung gehabt. Das habe ich geglaubt. Bis dann die ältere Cousine von mir gesagt hat, das stimmt ja gar nicht. Der ist doch umgebracht worden. Das muss eine ganz schlimme Zeit für die Familie gewesen sein. Sie konnten oder wollten nicht über diese Zeit reden und auch nicht von dem Fredi erzählen. Johann Friedrich Wiedersporn, im Familienkreis liebevoll Fredi genannt, wurde am 9. März 1924 in Stiring-Wendel geboren und wuchs in Völklingen auf, im heutigen Saarland. Weil er dem Ideal der nationalsozialistischen Ideologie nicht entsprach, wurde er im Alter von 17 Jahren in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Er wurde ein Opfer der sogenannten Aktion T4. Die Aktion T4 beschreibt einen Zeitraum von etwa 1,5 Jahren, Januar 1940 bis Ende August 1941. Und in diesem Zeitraum wurden Menschen mit Behinderung geistiger oder körperlicher Art, aber auch eben Menschen mit psychischen Erkrankungen in unterschiedlichen Tötungsanstalten ermordet. Und diese Aktion war geplant und organisiert durch das Reichsinnenministerium und hatte eine Zentrale, eben um das zu organisieren. Und diese Zentrale war in der Tiergartenstraße 4 in Berlin angesiedelt. Und deshalb spricht man heute eben im Sprachgebrauch häufig von T4-Aktionen, wenn es um diese Morde geht. Die Aktion T4 war Teil des Euthanasie-Programms der Nazis. Der Begriff Euthanasie stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie schöner Tod. Aber im Nationalsozialismus ging es nicht darum, jemandem einen angenehmen Tod zu gewähren. Stattdessen war der Begriff ein Euphemismus für die systematische Ermordung psychisch kranker Menschen und von Menschen mit Behinderung. Von 1939 bis 1945 fielen dem Euthanasieprogramm der Nazis über 200.000 Menschen zum Opfer. Getötet wurden nicht nur Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, sondern auch sogenannte Verhaltensauffällige und Unangepasste. Die Idee der sogenannten Rassenhygiene war jedoch keine Erfindung der Nazis. Es gab diese Bestrebungen bereits in Zeiten des Kaiserreichs und in der Weimarer Republik. Adolf Hitler nahm dieses Gedankengut dann in seine nationalsozialistische Rassenideologie auf. Unter den etwa 200.000 Todesopfern waren mindestens 5.000 Kinder. Zu ihnen zählte auch Fredi Wiedersporn. Fredi war das dritte von 6 Kindern. Er hatte 3 Brüder und 2 Schwestern: Josef, Eduard und Alexander, sowie Wanda und Irene. Yvonne Kunzler-Stötzer ist die Nichte von Fredi und die Tochter seiner älteren Schwester Irene. Weil sie ihren Onkel nie persönlich kennenlernen durfte, begibt sie sich gemeinsam mit dem Adolf-Bender-Zentrum auf Spurensuche. Sie möchte mehr über das Schicksal des kleinen Bruders ihrer Mutter erfahren. Und es ist auch keiner der Familie, als ich noch ein Kind war, da mal hingegangen. Wann haben Sie das erste Mal von Fredi Wiedersporn gehört? Da war ich vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, als ich es
als ich mich bewusst daran erinnern kann. Es gab ein Foto der Familie, das stand bei meiner Oma, und die haben wir regelmäßig mindestens einmal in der Woche besucht, in der Küche. Und als kleines Kind habe ich dann natürlich immer gefragt, wer ist das denn? Und erzähl mir von dem. Und ja, das ist der Fredi, hat dann meine Mama gesagt. Und dann habe ich natürlich weiter gefragt, ja, wo ist denn der? Was ist denn mit dem passiert? Und ja, damals hat meine Mutter mir gesagt, er ist gestorben und er hat eine Lungenentzündung gehabt. Das habe ich geglaubt. Ich habe meiner Mutter natürlich geglaubt, es war meine Mutter. Bis dann die ältere Cousine von mir, die war 2 Jahre älter und natürlich klüger, gesagt hat, das stimmt ja gar nicht. Der ist doch umgebracht worden vom Hitler. Umgebracht, das war ja was ganz Schlimmes. Dann habe ich dementiert. Ich habe gesagt, nein, wir haben richtig gestritten, ich weiß das noch. Ich weiß das ganz genau. Und abends habe ich meine Mutter gefragt, gesagt, stell dir mal vor, was die gesagt hat. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, sie hat recht. Ja, sie hat recht. Das ist die Wahrheit. Und ich weiß, ich war total entrüstet, weil, wie konnte sie mich denn belügen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann doch so etwas nicht zum kleinen Kind erzählen. Das hätte ich dir doch nicht erzählen können. Was hat Ihnen Ihre Mutter über Fredi erzählt? Meine Mutter hat über den Fredi viel erzählt. Allerdings nicht in der großen Runde, sondern wenn wir so zusammensaßen. Sie hat diesen Bruder sehr gemocht, sie hat ihn geliebt. Sie hat erzählt, dass er sehr lieb war. Der Fredi hat, so hat sie auch erzählt, die Fredi hat jeden so genommen, wie er war. Also für den gab es nicht schlecht, weil, gut, weil, sondern ist meine Schwester, habe ich lieb, mit der mache ich das und das. Und das hat sie als Person sehr gemocht. Umso schlimmer ist es für Irene, als ihr der kleine, geliebte Bruder im Jahr 1935 entrissen wird. Fredi wird vom Schularzt als nicht bildungsfähig eingestuft. Seine körperliche und geistige Verfassung lassen auf Idiotie schließen, heißt es in einem Schreiben an den Rektor der katholischen Volksschule Werden am 29. Januar 1935. Der Schularzt fordert eine sofortige ärztliche Untersuchung Fredis und die Einweisung in eine Anstalt. Dadurch gerät Fredi ins Visier der NS-Behörden. Am 15. August 1935 wird er in die Bildungs- und Pflegeeinrichtung St. Vinzenzstift in Aulhausen, im heutigen Hessen, eingewiesen. Zu diesem Zeitpunkt ist er gerade einmal 11 Jahre alt, seine Schwester Irene 13. Sie hat es ansatzweise erzählt, aber sehr vorsichtig. Also sie hat mir nicht wirklich erzählt, worum es sich da gehandelt hat, sondern nur, dass er eben in einer besonderen Schule war. Also für mich als Kind war das so, wie heute oder wie es zu meiner Kindheit noch vor allem üblich war. Kinder, die jetzt vielleicht nicht so schnell lernen können wie andere Kinder, die kommen in eine Förderschule. So hatte ich das ja erlebt und so war das bei mir angekommen, so hat sie mir das erzählt. Aber sonst hat sie nichts erzählt. Am 9. September 1937 wird Fredi als 13-Jähriger in die Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern bei Nassau im heutigen Hessen eingewiesen. Mehrfache Versuche der Eltern, ihn wieder zurück nach Hause zu holen, scheitern. Ja, es hat leider sehr viele, insbesondere auch junge Menschen ja auch gegeben, die damals ihres Lebens beraubt wurden, weil sie in dieses arische, völkische, ideologisch geprägte Menschenbild der Nationalsozialisten einfach nicht reinpassten. Und man meinte damals, ein Recht darauf zu haben, diesen, so waren die Vokabeln, unnützen Essern, Ballastexistenzen, furchtbare Worte, man meinte denen das Lebensrecht absprechen zu dürfen. Scheuern zählte nicht zu den nationalsozialistischen Tötungsanstalten.
Stattdessen wurde die Anstalt zu einer sogenannten Zwischenanstalt umfunktioniert. Zwischenanstalten dienten sowohl der Verschleierung als auch der Organisation der Morde. Dort hielten sich die Patienten auf, bevor sie mit grauen Bussen in Tötungsanstalten wie Hadamar transportiert wurden. Dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1933 und der darauf folgenden Zwangsunfruchtbarmachung fielen 400.000 Menschen zum Opfer. Auch Friedi Widersporn im Alter von 15 Jahren. Archivunterlagen lassen den Schluss zu, dass Friedi in der Anstalt Scheuern zwangssterilisiert wurde. Viel gesungen und der Friedi konnte auch sehr gut singen. Und die haben zusammen gesungen, abends vom Fenster. Und dann hat meine Mutter, und dann war ich vielleicht 7, 8, 9 Jahre alt, schätze ich, hat meine Mutter mir erzählt, dass der Friedi so eine schöne Stimme gehabt hätte. Und dann hat sie mal in einem Nebensatz gesagt, und als Kind hört man ja auch auf die Nebensätze, dass die Verrückte, also die, da haben da ja was mit ihm gemacht und dadurch hat er eben noch sehr lange eine helle Stimme gehabt oder überhaupt immer eine helle Stimme. Viel, viel, viel später kam dann bei mir so der Verdacht, dass er eben sterilisiert worden ist, weil sie ja gesagt hatte, die haben das ja mit ihm gemacht. Am 19. März 1941 wurde Friedi aus Scheuern entlassen, um in der naheliegenden Tötungsanstalt Hadamar ermordet zu werden. Der Kalender ist für uns ganz zentral, weil in diesem Kalender eben dokumentiert steht, wann welche Transporte aus welchen Zwischenanstalten hierher gekommen sind. Das als Grundlage dient hierfür ganz häufig Transportlisten, die überliefert sind. Und so kann man eben beispielsweise sehen, dass am 19. März 1941 90 Patienten und Patientinnen aus Scheuern hierher gebracht worden sind. Unter dem Deckmantel der Euthanasie ermordeten die Nationalsozialisten in Hadamar 15.000 Menschen. Darunter 300 Kinder. Mindestens 445 Menschen stammten aus dem Saarland. Die ehemalige Anstalt Hadamar war zwischen 1941 und 1945 eine Tötungsanstalt, in der Menschen mit Beeinträchtigungen und Einschränkungen, aber auch Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen, die als sozial unangepasst galten, ermordet worden sind, weil sie eben nicht in das Bild des NS-Regimes passten. Für die erste Tötungsphase kann man zu einem sehr großen Teil sagen, dass das Ankunftsdatum hier vor Ort auch dem Todesdatum entspricht. Das heißt, die Menschen haben sich hier im Gebäude in dieser Zeit nicht besonders lange aufgehalten. Wenige Stunden geht die Forschung von aus, weil die Anstalt eben wirklich als reine Tötungsanstalt genutzt worden ist in dieser T4-Phase, sodass die Menschen kurz nach ihrer Ankunft sofort ermordet worden sind. So erging es auch Friedi Widersporn. Obwohl seine Eltern ein Schreiben erhielten,
aus dem hervorging, Fredi sei am 3. April 1941 in der Landesheil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein in der Nähe von Dresden verstorben, ist davon auszugehen, dass er bereits am 19. März in Hadamar getötet wurde. Frau Scharf erklärt, wie es zu diesem Täuschungsmanöver kommen konnte. Und zwar wissen wir, dass es extra eingerichtet in den T4-Tötungsanstalten Sonderstandesämter gegeben hat, die die Sterbefälle beurkundet haben. Das wurde so gehandhabt, damit die Familien nicht nachfragen und nicht merken, dass etwas nicht stimmt, aber auch, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Und diese Sonderstandesämter haben immer den Todestag gefälscht, von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen tatsächlich. Die Familienangehörigen wären ja sehr verwundert gewesen, wenn ein Patient am Ankunftstag sofort stirbt. Das würde darauf schließen, dass hier vor Ort etwas nicht stimmt. Und diese Fragen sollten natürlich nicht auftreten, deshalb also diese Verschleierung des Datums. Und in einigen Fällen, wobei wir eben bis heute leider nicht sagen können, in wie vielen Fällen das passiert ist, sind tatsächlich auch die Sterbeorte gefälscht worden. Wie eben jetzt in dem Fall von Fredi Widersporn nach Sonnstein-Pirna und dann von dort beurkundet mit falschem Datum und eben dann dem falschen Sterbeort. Wie Hadamar war auch Pirna-Sonnenstein eine nationalsozialistische Tötungsanstalt. In der Nähe von Dresden gelegen, war sie noch weiter als Hadamar von Fredis Heimatstadt Völklingen entfernt. Ein Umstand, der es der Familie erschwerte, die Wahrheit über Fredis Schicksal herauszufinden. Das ist ja eh alles offen. Ich weiß ja eh nicht, was mit ihm passiert ist. Und jetzt ist schon wieder etwas, was das Ganze noch undurchsichtiger macht, noch schlimmer, weil das war so ein junger Mensch. Was haben die mit dem da gemacht? Und jetzt auf einmal stimmt das auch nicht. Was stimmt noch alles nicht? Bis heute sind zum Thema Euthanasie im Nationalsozialismus viele Fragen offen. Ausstellungen wie Erfasst, Verfolgt, Vernichtet, die 2016 in der KZ-Gedenkstätte Osthofen in Rheinland-Pfalz gezeigt wurde, wollen für Aufklärung sorgen. Diesen Rauch, das ist... Denn auch heute spielt die Erinnerungsarbeit eine wichtige Rolle. Nach ihrer Tötung sofort verbrannt. Die Beschäftigung ist aus meiner Perspektive aus eine sehr wichtige, weil es da eben wirklich um die Fragen geht, wie wertvoll ist ein Mensch? Und diese Frage ist eigentlich sehr aktuell, wenn man die Diskussion über die Pränataldiagnostik verfolgt, wenn man über aktive Sterbehilfe redet. Letztlich ist es immer dieselbe Frage, wie wertvoll ist ein Mensch und wer darf entscheiden, wie wertvoll ein Mensch ist? Auch Frau Scharf hebt hervor, warum das Erinnern an die Euthanasieverbrechen der Nazis von großer und aktueller Bedeutung ist. Um zu zeigen und zu mahnen, wozu Menschen unter bestimmten Umständen fähig sein können. Dass es also, wenn es ähnliche Umstände innerhalb einer Gesellschaft gibt, diese tatsächlich wieder passieren könnten. Für Yvonne Kunstler-Stötzer gibt es auch einen persönlichen Bezug. Also wenn ich das lese, wir hätten den guten Jungen gerne auch weiter in der bisherigen Weise hier verpflegt. Aber schließlich ist es ja für Sie und auch für Fredi gut so. Eine Aussicht auf Heilung bestand leider ja doch nicht. Ist mein Onkel. Es wäre ein Mensch gewesen, der in meinem Leben hätte eine Rolle spielen können und ich mache das für ihn. In erster Linie mache ich das, weil ich denke,
wenn es irgend so etwas geben sollte wie eine Ehre nach dem Tod oder ein Gedenken nach dem Tod, was auch immer. Ich möchte jetzt nicht den Satz benutzen, den man so oft sagt, damit sein Tod nicht vergebens war. Das mag ich nicht, ne? Weil der ist eh vergebens, meiner Meinung nach. Aber wenn ich so denke, jeder Mensch freut sich, wenn irgendetwas von ihm zurückbleibt. Wenn der Fredi es gewusst hätte, bin ich mir sicher, er hätte sich gefreut. Er als Mensch, dass man so von ihm erzählt. Und einerseits, was für eine schlimme Zeit er hatte, aber andererseits auch, was für ein tolles Kind er war, was für ein toller Mensch er war, ein Jugendlicher. Wie sehr er geliebt wurde. Patienten und Patientinnen, die hierher gebracht worden sind, um sie zu ermorden, durchliefen zunächst hier im Haus einen scheinbaren Aufnahmeprozess. Das wurde hauptsächlich durchgeführt, um sie ruhig zu halten, dass sie keine Widerstände leisten oder irgendwie sich aufregen würden. Und sie wurden zunächst in einen Raum geführt, um sich zu entkleiden, haben dann alte Militärmäntel umgehangen bekommen, damit sie nicht nackt warten mussten, sind in einen anderen Bereich gekommen, der als Wartebereich galt, und von dort zum Verwaltungsbeamten gekommen, der anhand der Patientenakte die Identität überprüft hat. Dann sind sie weitergebracht worden zum Arzt, der eben angeblich eine Aufnahmeuntersuchung durchgeführt hat. Tatsächlich hat der Arzt aber einfach eine möglichst plausible Todesursache festgelegt. Danach sind sie weitergebracht worden in den Fotoraum, wo zur Dokumentation der Patientenakte die Menschen gemessen, gewogen und fotografiert worden sind. Und danach kamen sie wieder in den Wartebereich, und wenn dann eine größere Anzahl diesen scheinbaren Aufnahmeprozess durchlaufen hatte, sind sie nackt in den Keller geführt worden. Und man hat ihnen gesagt, sie würden in die Duschen gehen und danach könnten sie auf ihre Zimmer gehen. Und tatsächlich sind sie dann am Ankunftstag in der als Duschraum getarnten Gaskammer ermordet worden. Bei dem Mordvorgang selbst lief es so ab, dass die bis zu 50 Personen in die Gaskammer gebracht worden sind. Die Türen, was Stahltüren waren, die luftdicht verschlossen werden konnten, zugemacht wurden und der Arzt den Gashahn aufgedreht hat. Das Kohlenmonoxid, das Gas, was für die Ermordung genutzt wurde, ist über eine Leitung in den Raum hineingeleitet worden, ungefähr eine Viertelstunde lang. Und ungefähr so lange hat es auch gedauert, je nach körperlicher Konstitution, bis die Menschen gestorben waren in der Kammer. Das Gas ist dann trotzdem noch im Raum stehen gelassen worden, um wirklich sicher zu sein, dass niemand diese Kammer überleben würde. Dazu gab es zusätzlich noch für den Arzt ein kleines Sichtfenster in den Raum hinein, durch das er schauen konnte, um zu überprüfen, ob sich noch jemand regt. Und wenn diese Überprüfung abgeschlossen war, wurde eine Entlüftungsanlage angestellt, und diese Entlüftungsanlage, die zog dann das Gas aus der Kammer heraus. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen war, kamen die sogenannten Brenner, die für die Einäscherung der Leichen zuständig waren, haben von dem Seitengang aus da die Kammer geöffnet und haben die Leichen herausgezogen.